In diesem Kapitel der Vorlesung Einführung in die Wärmelehre geht es noch einmal um die Wärmekapazität, vor allen Dingen aber um die Begriffe Freiheitsgrade und den Gleichverteilungssatz. Diese Größen kann man zum Verständnis der Wärmekapazität verwenden. Wir hatten uns im letzten Kapitel angeschaut, was Wärmekapazität ist. Das ist die Aufnahme von einer Wärmemenge, nennen wir die Q, bezogen auf die Masse und die Temperaturdifferenz. Und wir haben dann gesehen, dass man das hier beim Heizen von Wasser direkt messen kann oder indem man zum Beispiel einen Gegenstand fallen lässt und die potenzielle Energie der Höhe umgewandelt wird in eine Wärmeenergie, also in eine Zunahme von der Temperatur. Wir hatten auch gesehen, dass man entweder, wie hier geschrieben, den Bezug auf die Masse vornehmen kann oder auf die Teilchenanzahl. Und weil es in Gasen, in Festkörpern so viele Teilchen gibt, ist es sinnvoll, da den Bezug auf die Mole zu nehmen. Also 1 Mol 6,023 mal 10 hoch 23 Teilchen. Das war die Definition der Wärmekapazität. Und wenn man sich die experimentellen Daten für Gase anschaut, stellt man überraschenderweise fest, dass diese molare Wärmekapazität für einatomige Gase, also Helium, Neon, Argon, Krypton, die Edelgase, ungefähr 12,5 Joule pro Kelvin und Mol beträgt, für zweiatomige wie H2N2, O2 ungefähr 20,7 und für mehratomige Gase ungefähr 28 Joule pro Kelvin und Mol. Also da ist irgendeine Ordnung drin und wir müssen verstehen, warum sich unterschiedliche Konfigurationen der Atome unterschiedlich in dieser Wärmekapazität ausdrücken. Also um die Ordnung geht es, die zu verstehen. Und dafür können wir die Begriffe Freiheitsgrade und den Gleichverteilungssatz verwenden. Und wenn wir das für die Gase verstanden haben, dann ist die Übertragung auf Festkörper einfacher. Modellvorstellung von einem Gas ist, wir haben vielleicht wie hier, ist das ein Gas, hier sind Nüsse drin. Wir machen den Deckel drauf, wie bewegen die sich? Die Nüsse liegen natürlich unten, weiß jeder, die fliegen nicht rum, beim Gas ist es anders. Und da steckt schon ein Geheimnis drin, warum fallen die Gasteile nicht alle auf den Boden? Die Gravitation zieht die doch nach unten. Das klären wir in einem späteren Kapitel. Hier ist die Vorstellung, die wir brauchen, dass die Gasteile in so einem Volumen drin sind und mit der Wand stoßen und untereinander. Die haben unterschiedliche Geschwindigkeiten, sie fliegen frei herum. Bei diesen Stößen gilt immer Energie- und Impulserhaltung. Hier in dieser Simulation kann man betrachten, wie sich ein Gas verhält, wie man sich es vorstellen kann. Also wir haben ein Volumen, da lässt sich der Deckel aufnehmen und in dieses Volumen kommt das Gas rein. Man kann das Volumen verändern, den Druck anzeigen und Wärme zuführen. Und wir bringen 100 Teilchen in das System hinein und diese Teilchen stoßen nicht untereinander, sondern nur mit der Wand. Das ist sicherlich unrealistisch, dass diese Bewegung so aussieht. Also gucken wir uns an, was passiert, wenn die Teilchen, wieder 100 Stück, miteinander kollidieren. Die werden mit einer konstanten Geschwindigkeit, entsprechend 300 Kelvin, in das System hineingebracht. Das heißt, nach einigen Stößen stellt sich eine ungeordnete Bewegung ein. Die Simulation ist relativ realistisch, dass hier nämlich eine Größe von wenigen Nanometern angenommen wird. Der Druck entspricht dann dem mittleren Auftreffen der Teilchen auf diesen Sensor. Was passiert, wenn wir die Temperatur erhöhen, indem wir Wärme zuführen?
Die Temperatur hier oben wird so angezeigt, ist von 300 auf 777 Kelvin gestiegen, der Druck entsprechend auch erhöht. Gehen wir nochmal mit der Temperatur zurück, indem wir das System kühlen, wieder auf ungefähr 300 Kelvin, hier ist der Druck angezeigt, und verschieben wir die eine Seite, das heißt, das Volumen wird kleiner und damit wird der Druck auch höher. Es gibt mehr Stöße zwischen den Teilchen und der Wand, bis der Deckel auffliegt, weil der Druck zu groß ist. Probieren wir es nochmal aus und nochmal die 100 Teilchen und wir führen zusätzlich 100 kleinere Teilchen rein, die roten. Und man sieht jetzt, dass die Geschwindigkeit der leichten Teilchen größer ist. Kühlen wir das System nochmal runter, um das besser zu sehen. Für gleiche Teilchen, Atome oder Moleküle, geht es um den zeitlichen Mittelwert der Geschwindigkeit oder der kinetischen Energie. Und die Aussage ist, hohe Temperatur heißt hohe Energie. Das ist natürlich eine Frage der Definition, auch der Temperaturskala. Aber eins ist klar aus dieser Überlegung, es könnte vielleicht einen Einfluss der Masse geben, der Teilchen, hier übertragen, ob man Erdnüsse reinsetzt oder Walnüsse. Vielleicht spielt der innere Aufbau der Teilchen eine Rolle, aber sicherlich auch die Temperatur. Und welchen Einfluss haben diese Größen? Und dazu müssen wir uns den Begriff Freiheitsgrade angucken und wie jetzt mit dieser Wärme zusammenhängt. Ein Freiheitsgrad wird genannt, wenn ein Teilchen eine Bewegungsrichtung, eine Koordinate hat, um Energie aufzunehmen. Und im einfachsten Fall, hier ein paar Kirschen, kann das eine Translationsbewegung sein. Das heißt, nach links, rechts, x, y-Richtung und z-Richtung. Das heißt, drei Freiheitsgrade der Translation nennt man das. In jeder dieser Raumrichtungen kann Energie, kinetische Energie in der Bewegung drin stecken. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, auch Energie in dieses System reinzustecken. Und zwar können wir das uns hier bei den Kirschen auch angucken. Wenn, ja, die tropfen jetzt ein bisschen, wenn wir ein Molekül betrachten, dann sieht das ungefähr so aus. Ist größer und dieses Gebilde kann sich auch noch drehen, also rotieren und dabei Rotationsenergie aufnehmen. Und in der Rotationsenergie steckt also ähnlich Energie wie in der Translationsbewegung drin. Die Rotationsenergie aus der Mechanik ist bekannt, ist ein halb I mit dem Trägheitsmoment I mal Omega Quadrat. Omega, die Winkelgeschwindigkeit. Das I ist, gucken Sie nochmal nach, wenn Ihnen das nicht mehr ganz klar ist, ist dieses Integral R Quadrat dm, das Trägheitsmoment. Für drei Achsen, für so einen Körper, wie ich das eben hier gezeigt hatte mit den drei Kirschen, ist dreidimensional, gibt es drei Rotationsachsen, um die sich das Gebilde drehen kann. Mal ist hier klar, das ist etwas einfacher. Dieses Gebilde ist dreidimensional, das könnte um diese Achse rotieren, um diese Achse und nach vorne auch. Das heißt, es gibt tatsächlich drei freie Drehrichtungen. Und die Achsen sind natürlich frei im Raum wählbar, aber es gibt drei Richtungen. Und deswegen sagt man, das Gebilde hat als Körper drei Freiheitsgrade der Rotation. Das ist etwas anders, wenn man ein lineares Gebilde nimmt bei einem Molekül. Das wäre sowas. Die Kirschen sind jeweils ein Atom, die hängen irgendwie zusammen.
Und wenn die Atome sehr klein sind vom Durchmesser, punktförmig gedacht, dann ist um diese Rotation der Abstand von der Achse klein, vernachlässigbar, deswegen das Trägheitsmoment klein bzw. null und es kann keine Energie aufgenommen werden bei der Rotation um diese Achse. Das ist anders als bei der Rotation um diese Achse oder diese Achse. Stelle ich es nochmal dar. Das heißt, ein lineares Gebilde kann nur bei zwei Drehrichtungen Energie aufnehmen und deswegen sagt man, es hat nur zwei Freiheitsgrade der Rotation. Zusätzlich können die Atome in so einem Molekül auch gegenseitig sich anziehen und Schwingungen vollführen. Und in den Schwingungen, wie in einer Feder, die schwingt, steckt auch Energie. Das heißt, das betrifft nicht nur Moleküle in einem Gas, also wenn die Moleküle einzeln sind, sondern auch in einem Festkörper. Die einzelnen Atome können gegeneinander schwingen und deswegen haben sie, so sagt man, Freiheitsgrade der Schwingung abhängig vom inneren Aufbau der Substanz im Festkörper oder in einem Gas. Das heißt, die Anzahl, nennen wir das klein f, der Freiheitsgrade hängt jetzt ab vom Aufbau in dem Atom. Wie gesagt, nur die Translation, Rotation, Energie kann nicht aufgenommen. Das heißt, in der Summe ist es nur drei, sind es drei Freiheitsgrade. In dem Molekül hängt es ab, ob es linear oder nicht linear ist. Die Translations Bewegungen sind immer noch möglich, in einem Gas zum Beispiel, aber auch in der Flüssigkeit. Also drei Translationsbewegungen sind immer vorhanden. Die Freiheitsgrade hängen vom Aufbau ab. Beim Festkörper ist das hier unten, das habe ich so hingeschrieben, ist es ein bisschen schwieriger, das zu verstehen, was da passiert, weil die einzelnen Teilchen sich natürlich bewegen können. Wenn die hängen sozusagen fest wie im Kristall in einer Gitterstruktur, können sich also bewegen, sind da aber nicht ganz frei, nicht wie im Gas, können aber zusätzlich schwingen. Also hier müssen wir ein bisschen ein Fragezeichen hinstellen beim Festkörper. Wir schauen uns aber hier vor allem den Gase an, insofern braucht es uns nicht so zu interessieren. Diese Schwingungen, um das zu erwähnen, können sich bewegen. Das hängt tatsächlich auch noch von der Temperatur ab. Also das ist sowieso etwas komplizierter. Wir betrachten, und das reicht in den meisten Fällen für Gase, aus, diese Translations- und Rotationsfreiheitsgrade. Jetzt wäre die Frage in so einem Gas, in denen irgendein Volumen, damit man es besser sieht, tue ich mal zwei Gasteilchen rein, mache den Deckel auf, klemme die sozusagen fest. Im Mittel sollte die Energie, die Geschwindigkeit, die Bewegung der einzelnen Gasteile, wenn sie identisch sind, auch gleich sein. Das ist unmittelbar klar. Es gibt keinen Grund, warum ein Teilchen, wenn es nicht sowieso nicht unterschieden werden kann von einem anderen, eine unterschiedliche Energie haben sollte. Schwieriger wird es zu verstehen, warum unterschiedliche Teilchen, meinetwegen ein Argonatom und ein Wasserstoffatom, das soll die Nuss sein, wenn man die einsperrt in ein Volumen, warum die gleiche Energie haben sollten. Das sagt aber genau dieser Gleichverteilungssatz aus, nämlich er macht eine Aussage über die mittlere kinetische Energie der Teilchen und sagt, dass die gleich ist, unabhängig von der Masse der Teilchen und nur abhängig von der Temperatur und der Anzahl der Freiheitsgrade. Wobei kinetische Energie hier nicht nur die Translation, sondern auch die Drehbewegung einschließt.
Also Gleichverteilungssatz sagt etwas über den Mittelwert und den Unterschied zwischen oder den nicht vorhandenen Unterschied zwischen Teilchen. Führen wir das ein bisschen anders aus, gucken uns das nochmal an. Das heißt, die Wärmeenergie entspricht der kinetischen Energie, die jetzt da drin ist, und die soll proportional zur Temperatur sein. Das hatte ich schon erwähnt. Das ist eigentlich eine Aussage auch darüber, wie die Temperaturskala definiert ist. Je mehr Freiheitsgrade vorliegen, umso mehr Energie, also Wärme, kann aufgenommen werden. Das heißt, dieses Q ist proportional zur Anzahl der Freiheitsgrade. Das ist schon mal bemerkenswert. Und wenn man diese Proportionalitäten hat, kann man auch ein Gleichheitszeichen hinschreiben, wie wir es hier hingeschrieben haben, müssen dann in dem Fall nur eine Konstante einführen. Und das ist in dem Fall dieses 1/2 KB, K Boltzmann oder die Boltzmann-Konstante, die von der Dimension Joule pro Kelvin enthält, die Größe 1,38 mal 10 hoch minus 23 Joule pro Kelvin. Durch diese Definition der Boltzmann-Konstante ist jetzt festgelegt, wie viel Energie, Wärme vorliegt bei einer gegebenen Temperatur T, wohlmerkt die Temperatur in der Kelvin-Skala, und für den inneren Aufbau beschrieben von dem Teilchen, beschrieben durch das F, die Anzahl der Freiheitsgrade. Die Begründung für diesen Gleichverteilungssatz haben wir hier, eher so aus Plausibilität geliefert. Streng genommen müsste man das beweisen. In der statistischen Mechanik macht man das. Temperatur also als Maß für die Bewegung. Und das hatten wir zwar vorher schon mal erwähnt, aber hier ist es klar, die Temperatur ist direkt übersetzbar in kinetische Energie und damit Bewegung. Wir sehen jetzt an dieser Definition auch, dass klar ist, wenn die Temperatur 0 ist auf der Kelvin-Skala, dann gibt es keine Bewegung. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen genauer hingucken, was eigentlich diese mittlere kinetische Energie bedeutet. Einmal, wenn wir wieder ein Gasteilchen nehmen, was irgendwie, jetzt mal Einfachheit, nur sich bewegt, was vielleicht mit einer Wand stößt, dann aber auch mit den anderen Teilchen. Es geht um den zeitlichen Mittelwert. Also formal müssten wir das ausdrücken, dass wir uns die kinetische Energie betrachten, aber den zeitlichen Mittelwert betrachten. Und der hängt jetzt natürlich ab von der Geschwindigkeit in der Weise, dass die kinetische Energie 1/2 mv² ist. Wir also den zeitlichen Mittelwert von v² ausrechnen müssen. Also erst v quadrieren und dann den zeitlichen Mittelwert bilden und nicht umgekehrt, dass wir das v, die Geschwindigkeit, den zeitlichen Mittelwert bilden und dann quadrieren. Da kommt natürlich etwas anderes raus. Wenn das nicht klar ist, machen Sie sich es an ein paar Zahlen einfach mal deutlich. Oft lassen wir jetzt in Zukunft dieses Mittelwertzeichen weg und haben im Hinterkopf, dass es um den Mittelwert gilt. Bei dieser ganzen Aussage, die wir jetzt hier vorgenommen haben, mit den Freiheitsgraden, mit dieser Größe, mit dieser Boltzmann-Konstante, ist der Bezug das einzelne Teilchen. Üblicherweise haben wir aber viele Teilchen in einem Gas, in der Größenordnung von einigen Molen oder viele Molen. Das heißt, wir müssten da immer auseinanderhalten, was der Bezug ist. Teilchen, einzelnes Teilchen, Mol oder Masse. Jetzt müssen wir uns noch angucken, was dieser Gleichverteilungssatz aussagt. Also es geht nochmal um die kinetische Energie, den Mittelwert. Und der Gleichverteilungssatz sagt aus, dass diese Energie unabhängig von der Masse ist. Und das heißt nichts anderes, dass wir, wenn wir ein leichtes Gasteilchen haben, die Geschwindigkeit größer sein muss als für ein schweres.
Das können wir uns direkt hier klar machen, um mal ein paar Zahlenwerte zu betrachten. Wenn man Gas nehmen aus O2, Sauerstoff und H2 Molekülen, die Masse hat ein Verhältnis 16 der beiden Moleküle. Deswegen, wenn die kinetische Energie gleich ist, muss sich damit im Mittel die Geschwindigkeit wie Wurzel 16 verhalten. Das heißt, von dem H2 muss es viermal höher sein als vom O2. Versuchen wir mal, das abzuschätzen, indem wir ein paar Zahlenwerte einsetzen für 300 Kelvin aus der Größe 1/2 K Boltzmann T für eine Raumrichtung. Wenn wir die Zahlenwerte einsetzen, kommt raus für das VO2 ungefähr 280 Meter pro Sekunde. Eingesetzt ist hier die Masse unten des einzelnen Wasserstoffs als Bezug. O2 hat das 32-fache dieser Masse. Die Geschwindigkeit von dem H2 ist entsprechend das Vierfache, also sowas um 1000 Meter pro Sekunde, relativ hoch bei 300 Kelvin. Die Abschätzung hinkt etwas, die ist nicht ganz korrekt, nicht nur, weil wir den Mittelwert betrachtet haben, also über die Zeit, sondern auch, weil die Teilchen untereinander stoßen und deswegen eine Verteilung zeigen. Das werden wir uns später noch angucken. Der Begriff ist Maxwell'sche Geschwindigkeitsverteilung in einem Gas. Es gibt noch ein anderes Problem, dass wir hier abgeschätzt haben, nur die Geschwindigkeit in einer Raumrichtung. Natürlich in den anderen Raumrichtungen gibt es auch die Geschwindigkeiten und diese Geschwindigkeiten werden sich vektoriell addieren, überlagern, aber als erste Abschätzung ist das sicherlich ganz gut zu wissen. Die Größenordnung kriegen wir zumindest raus. Jetzt können wir uns noch anschauen, was es mit dieser Wärme, F 1/2 K Boltzmann mal Temperatur, auf sich hat, wenn wir es umschreiben als Wärmekapazität. Wenn wir die Temperatur ändern, ein Delta T betrachten, dann gibt es eine Aufnahme der Wärme Delta Q und die Wärmekapazität pro Teilchen, die Aufnahme der Wärme pro Teilchen, lässt sich dann in der Weise hinschreiben. Und das ist ja jetzt erstaunlich einfach. Das heißt jetzt, pro Teilchen wird immer die Energie aufgenommen, 1/2 K Boltzmann pro Kelvin, multipliziert jetzt nur noch mit der Anzahl der Freiheitsgrade. Da steht auf einmal zum Beispiel keine Masse mehr drin. Direkt die Anzahl der Freiheitsgrade ist mit der Energieaufnahme verbunden. Das ist wie gesagt der Ausdruck für ein Teilchen. Üblicherweise betrachten wir Mol, das heißt 6,023 mal 10 hoch 23 Teilchen. Das heißt, dieses K-Boltzmann müssten wir nehmen, mit dieser Anzahl der Teilchen in einem Mol multiplizieren und kriegen dann einen Wert raus, wenn wir es noch das Halb berücksichtigen, von 4,16 Joule pro Kelvin und pro Mol. Multipliziert mit der Zahl F gibt die Wärmekapazität bezogen auf das Mol. Das heißt, die Struktur des Teilchens, des Moleküls, ob es überhaupt ein Molekül ist, gibt über die Freiheitsgrade an einen Ausdruck, einen geänderten Ausdruck für die Wärmekapazität. Schauen wir uns unter der Perspektive nochmal die Tabelle an, der experimentellen Werte für diese molare Wärmekapazität für die Gase, einatomig, zweiatomig und mehratomig, und vergleichen das mit dem, was wir rausbekommen, wenn wir, wie wir es eben beschrieben hatten, die Freiheitsgrade mit 3, 5 und 6 annehmen für einatomig, zweiatomig und mehratomige Moleküle. Das heißt, wenn wir das multiplizieren hier mit diesen 4,16, kommen die Werte raus, und tatsächlich für
die einatomigen Gase ist der Wert erstaunlich gut beschreibbar über diese Anzahl der Freiheitsgrade. Und das gilt auch noch in sehr, sehr guter Näherung für die zweiatomigen Moleküle in dem Gas. Für mehratomige kommen wir zumindest in die richtige Größenordnung. Der Unterschied zwischen den experimentellen Größen, diese 28,3 und der theoretischen Beschreibung 24,9 Joule pro Kelvin und Mol, der liegt daran, dass wir an der Stelle nicht berücksichtigt haben, dass diese Moleküle auch Schwingungsenergie aufnehmen können. Und deswegen ist die Wärmekapazität, die man misst, tatsächlich etwas höher. Also für große Moleküle müssten diese Schwingungsfreiheitsgrade berücksichtigt werden. Schauen wir uns den Sonderfall des Wassers an. Wir hatten ja im letzten Kapitel anfangs uns schon die Frage gestellt, wenn wir eine Wärmflasche nehmen, warum füllen wir die mit Wasser? Hier sind die Wärmekapazitäten bezogen auf die Masse. Und das liegt an dem inneren Aufbau des Wassers. Das Wasser hat so eine Struktur, wie hier gezeigt, das O-Atom oben und die beiden Hs. Ich müsste jetzt hier eigentlich andere Früchte nehmen, um das zu kennzeichnen, dass es hier andere Atome sind. Die sind in so einem Winkel angeordnet und der Winkel beträgt ungefähr 104 Grad. Und schauen wir uns das nochmal an, was das bedeutet. Die Masse können wir direkt hinschreiben. Von dem H2-Molekül sind dann ungefähr 18 Einheiten. Hier ist es hingeschrieben. Das heißt, ein Kilogramm Wasser hat ungefähr 3,33 mal 10 hoch 25 Moleküle. Das heißt, das entspricht gerade, setzen Sie es selber mal ein, 55 Mol. Das heißt, die Wärmekapazität jetzt umgerechnet von den Kilogramm auf die Mole beträgt 33,9 Joule pro Mol und Kelvin. Das heißt, sehr hoch, größer als das, was wir eben gesehen hatten. Das hier ist übrigens auch der Wert für die Gas angesetzt und nicht mal für den flüssigen Zustand. Und das liegt auch daran, dass dieses Wassermolekül schwingen kann, gegeneinander schwingen kann oder auch nach sozusagen Streckschwingungen wird das genannt, die Abstände zwischen H und O größer oder kleiner werden kann. Und da sitzt zusätzliche Energie dran. Das heißt, die Antwort, warum Wasser als Medium für eine Wärmflasche genommen wird, einmal große Anzahl der Freiheitsgrade in dem Wasser, das ist das eine. Zusätzlich aber das Molekül ist relativ leicht, deswegen sind viele Teilchen in einer gegebenen Masse drin, pro Kilogramm, und deswegen steckt auch viel Energie drin. Also die Wärme proportional zur Temperatur und proportional zur Teilchenanzahl. Für Gase ist das natürlich mal eine gute Aussage, aber jetzt müssen wir dann in den nächsten Kapiteln beschreiben, was passiert, wenn man solche Moleküle hier reinstellt und vielleicht den Deckel aufmacht und die expandieren. Was passiert bei der Expansion von einem Gas oder bei der Kompression? Wie verhält sich da die Energie und Wärme? Das schauen wir uns aber in den nächsten Kapiteln an. Jetzt erstmal tschüss und bis bald.